Das hier ist eigentlich eine total einfache Schaltung. Wir haben eine 5 Volt Spannungsquelle in Reihe mit einem 220 Ohm Widerstand und rein rechnerisch müssten hier 22,7 mA Strom fließen. Die Praxis zeigt aber, das tun sie nicht. Der Wert hier im Display des Multimeters, der liegt nur bei 21,5, das heißt, wir haben über 1 mA Abweichung und die Frage an dich ist, woran liegt das? Ich habe mir hier einige Ursachen angesehen und 4 Fehlerquellen gefunden, die dazu führen, dass hier weniger angezeigt wird. Und die Frage an dich ist, wie viele und vor allen Dingen welche findest du? Damit du bei den Versuchen auch mitmachen kannst, brauchst du natürlich ein Steckbrett, eine 5 Volt Spannungsquelle, ein paar Drahtbrücken, hier so ein Multimeter für Strom- und Spannungsmessung und natürlich ein paar Widerstände. Und welche das sind, das klären wir in der ersten Aufgabe. Legen wir los mit der ersten Aufgabe. Hier soll eine 5 Volt Spannungsquelle in Reihe geschaltet werden mit einem Widerstand und zwar ist R1 hier so zu wählen, dass der Strom durch R1 bei 20 mA liegen soll. Einmal kurz auf Pause schalten, das selber rechnen und dann sehen wir uns gleich zum Vergleichen der Ergebnisse. Ja, kommen wir zur Lösung der ersten Aufgabe. Das ist schnell gemacht. Dazu braucht man nur das Ohmsche Gesetz. R ist gleich U durch I. Für U setzen wir 5 Volt ein. Für I den Zielstrom, der liegt bei 20 mA. Und da kommt man rechnerisch hier auf 250 Ohm. Den findet man in der Regel nicht im Sortiment, denn Widerstände und deren Größen sind in sogenannte E-Reihen einsortiert. Das heißt, da gibt es gewisse Abstände zwischen den verfügbaren Werten. Und was das genau ist, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir. Und in meiner E12-Reihe, da gibt es eben einen 220 Ohm Widerstand, das ist der, der hier liegt, aber auch einen 270 Ohm Widerstand. Ich habe mich für den kleineren entschieden, weil ich tendenziell einen etwas höheren Strom haben möchte, deswegen hier 220 Ohm. Und wenn wir uns jetzt einmal die Aufgabe A hier unten anschauen, welcher E12 Widerstand liegt rechnerisch hier am nächsten? Das haben wir jetzt schon beantwortet. Und der zweite Teil, wie hoch ist der erwartbare Strom I1 mit diesem 220 Ohm Widerstand. Und das habe ich hier ausgerechnet. I ist gleich U durch R, wieder das Ohmsche Gesetz. 5 Volt geteilt durch 220 Ohm. Und damit kommt man rechnerisch auf einen theoretischen Wert von 22,7 mA, den wir hier in der Schaltung gleich messen müssten, wenn das Ohmsche Gesetz hier auf dem Breadboard denn stimmt. Ja, kommen wir zur Aufgabe 2. Hier soll der Strom I1 gemessen werden, der durch den Widerstand R1 fließt, und zwar für denjenigen Wert, den wir hier unten in der Aufgabe A ermittelt haben. Das heißt, R1 ist gleich 220 Ohm. Und jetzt kommst du, du baust bitte diese Schaltung einmal auf und dann führst du mit dem Multimeter die Messung durch und wir treffen uns gleich wieder, um unsere Werte für I1 zu vergleichen. Ja, schauen wir uns einmal meinen Aufbau an. Das hier ist die 5 Volt Spannungsquelle. Hier oben an der positiven Power Rail, da liegen plus 5 Volt an. Die werden in die Spalte 23 geführt. Dort ist der 220 Ohm Widerstand, der hier über den Spalt in der Mitte gebrückt ist. Dahinter geht es dann weiter in die rote Messleitung. Die kommt an im rechten Anschluss meines Messgerätes, da wo Milliampere steht. Danach geht es weiter mit der schwarzen Messleitung. Die wird hier zurückgeführt über die gelbe Steckbrücke in die negative Power Rail und kommt dann wieder an am Minuspol der Spannungsquelle. Und in diesem geschlossenen, unverzweigten Stromkreis, da zirkuliert ein Strom von 21,8 mA. Und das ist immerhin knapp 1 mA weniger, als laut der Berechnung eigentlich hätte herauskommen dürfen. Und daraus folgt auch schon die Frage B, warum weicht der Wert aus dem Experiment ab vom rechnerischen Wert für I1? Und jetzt bist du dran, finde Ursachen, die dafür in Frage kommen könnten. Und wir treffen uns gleich wieder, um hier dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Ja, legen wir los mit der Spurensuche. Ein möglicher Grund könnte sein, dass die hier anliegende Quellspannung nicht den 5 Volt entspricht. Und das wollen wir jetzt mit dem Voltmeter einmal nachmessen, ob da wirklich plus 5 Volt über unserer Schaltung insgesamt abfallen. Und wie du sehen kannst, gibt es hier eine kleine Abweichung von 0,04 Volt. Die schreiben wir jetzt einfach mal auf. Eine zweite Ursache kann natürlich auch die Abweichung hier im Widerstand sein. Wir haben rechnerisch 220 Ohm angenommen und wenn ich nachmesse, dann komme ich hier auf einen Wert von 219 Ohm. Das heißt, ich habe eine Abweichung im Widerstand von 1 Ohm und die schreibe ich jetzt hier auch einfach mal auf. Für die nächste Fehlerbetrachtung brauche ich hier so ein zweites Messgerät, denn damit messe ich den Innenwiderstand meines rechten Multimeters für den Messbereich 200 mA. Denn damit habe ich ja auch den Strom durch meine Schaltung hier gemessen. Und wie du sehen kannst im Display, liegt der Innenwiderstand meines roten Multimeters immerhin bei 6 Ohm. Und das bedeutet, auf meinen Widerstand R1 kommen nochmal 6 Ohm drauf, was natürlich den Gesamtstrom auch nochmal verringert.
Jetzt haben wir in Frage B ja schon einige Ursachen finden können, die einen potenziellen Einfluss haben auf das Messergebnis. Jetzt geht es deswegen in Aufgabe 3 um den Einfluss des Steckbretts und um herauszufinden, welchen Widerstand dieses Steckbrett hier hat mit seinen Kontakten und Steckbrücken. Da habe ich jetzt den Widerstand R1 entfernt und werde jetzt den Widerstandswert zwischen der positiven Powerrail und der negativen Powerrail messen, hier über diese Steckverbinder. Ja, und wie du hier sehen kannst, hat mein Breadboard mit 3 Steckbrücken, die hier oben die positive mit der negativen Powerrail verbinden, einen Gesamtwiderstand von 2,8 Ohm und den muss ich eben auch nochmal berücksichtigen, wenn ich die Abweichung erklären möchte. Ja, hier noch ein kurzer Hinweis. In der Betrachtung gerade ging es vor allen Dingen um den Einfluss des Breadboards, aber natürlich macht das mehr Sinn für die Berechnung des Fehlers hier, die Schaltung zu messen mit dem eigentlichen R1 eingebaut. Und da komme ich auf einen Gesamtwiderstand R1 plus Steckbrett plus Steckbrücken von 221 Ohm. Das heißt 2 Ohm mehr als R1 als separat gemessener Widerstand hat. Ja, und damit können wir die Messabweichung von ungefähr 1 mA auch ziemlich gut erklären. Wir haben eine etwas geringere Quellspannung, wir haben einen Widerstand in den Steckbrücken und im Breadboard, den wir berücksichtigen müssen, wir haben eine Abweichung im Widerstandswert R1, wir haben einen Innenwiderstand des Multimeters und wenn wir all das berücksichtigen und die Messwerte entsprechend anpassen, also 4,96 Volt Quellspannung geteilt durch einen deutlich höheren Widerstand von 227 Ohm, dann kommen wir auf einen erwartbaren Stromfluss von 21,85 mA und das ist ziemlich genau das, was wir hier auch im Display sehen können. Ja, und falls du Fragen hast, dann immer reinschreiben in die Comments. Ich helfe dir gern weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf The Fearless Engineer.